Ja, was als Brücke dient. Wir haben hier zufällig einen solchen Baumstamm. Den können wir umschubsen. Tatsächlich. Leider, oder was heißt leider? Ich bin immer Stonewall. Einfach nur vor The Lulz daneben dran. Stonewalls besitzt natürlich Zittern. Wir setzen mal Zittern ein. Hat nicht wirklich was gebracht. Ne, Zittern bringt wohl nichts. Dann nehmen wir Beben. Und das Ding ist um. So. Jetzt einen kleinen Fun-Fact. Beben ist die einzige Kraft, die man bis zu diesem Zeitpunkt haben kann. Oder die mir bekannt ist. Ich glaube, es gibt später noch eine zweite, die es kann, aber es gibt keinen. Oder Beben ist der einzige Kraft, die diesen Baumstamm hier umkippen kann. So. Jetzt allerdings habe ich Beben, wer sich mal in die früheren Videos zurückerinnert, ich habe Beben damals aufgerüstet. Das heißt, das hier ist eine aufgerüstete Kraft und es gibt keinen Geist, der von Anfang an Beben besitzt. Hätten wir Stonewall nicht Beben gekauft, wären wir jetzt an diesem Punkt hier, wäre das Spiel für uns zu Ende, weil es keine Kraft gibt, mit der wir diesen Baumstamm umlegen können. Woher ich das weiß, ich habe schätzungsweise 5 Stunden als Kind verbracht, mit allen möglichen Geistern, allen möglichen Kräften, die ich zur Verfügung hatte, diesen Baumstamm umzukriegen. So. Falls jemand noch eine andere Kraft kennt, kann er sie mir bitte schreiben. So, ich werde jetzt kurz, auch wenn man es eigentlich nicht macht, werde euch etwas zeigen. Und zwar, ich sage diesen Spuk beenden. Ich weiß, es ist jetzt blöd, jetzt wo wir schon gemacht haben, aber ich zeige euch etwas, indem wir hier in die Mission die unüblichen Verdächtigen. Die unüblichen Verdächtigen gehen. Grab. Ja, ich weiß, Grafen will. Empfohlen. Bug. Raindancer von mir aus. Terror-Ei nicht. Wen haben wir denn eigentlich zu diesem Zeitpunkt? Wir nehmen noch Stonewall mit. Ja, wir nehmen. Wir sehen übrigens auch, wir haben Geister, die wir erst später befreit haben, trotzdem in dieser Mission. Finde ich übrigens eine ziemlich coole Sache. Habe ich eigentlich Harriet schon zu diesem Zeitpunkt? Nee. Harriet habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Schade. Wir nehmen Firetail mit. Arclight kann raus, der nervt nur. Ja, wir nehmen Aoife mit, ist eigentlich wurscht. Wendell kann raus, dafür nehmen wir Gogjammer mit. Na, ne, komm, Aoife kann raus. Nehmen wir das Team mit, finde ich gut. So. Verjage die Sterblichen aus der Polizeiwache Höllenstraße. So. Ich werde ganz kurz zeigen, was ich zeigen möchte. Und werde einen kleinen Schnitt machen zu dem Zeitpunkt, wo wir praktisch wieder bei Blair Witch Projects, Blair Witch Project sind. Und zwar, einer der User hat das bereits rausgefunden, und zwar der liebe Sodamann. Wir haben hier einen Bonsai stehen. Ne? Hallo Gothic. Wir können Stonewall da dran binden. Stonewall hat ab. Oh. Bansai steht vor dir, wird ein treuer Diener sein, ein loyaler Geist. Wir haben einen der versteckten Geister bekommen. Es gibt insgesamt 2 versteckte Geister, und zwar einmal Bansai hier. Und Bansai hat direkt von Anfang an die Kraft Beben.
Kurze Erklärung, man hat diesen Geist hier nachträglich eingebaut, also nachdem das Spiel fertig war, wurde Banzai halt auf Vorlage von Stonewall eingebaut, weil man herausgefunden hatte, dass man einen Gamebreaker drin hatte und damit den Gamebreaker praktisch aufgelöst hat. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, Beben von Anfang an zu haben, und zwar durch einen Geist, den man in einem Level bekommen kann, das man zuvor betreten kann. Finde ich gut gemacht. So, dann würde ich sagen, bis gleich. Ich hatte ganz vergessen, wie das ist, sichtbar zu sein. So prickelnd. Der Fluch ist jetzt entkräftet und ich stehe in deiner Schuld. Ja, er steht in meiner Schuld und damit haben wir Blair Wisp und die drei sind zurückgerannt. So befreien wir Blair Wisp, so können die im Übrigen auch rüberkommen. Indem wir ihn hier praktisch binden. Es gibt aber noch eine andere Methode. Nein. So. Ja. Jetzt haben sie gerade nichts. Hier liegt noch mein Geistergeschenk mit dieser unsichtbaren Harry. Der Fehler scheint im Übrigen immer aufzutreten, habe ich so das Gefühl. Aber Heather will doch bestimmt dieses Ding da anfassen. Das macht sie so glücklich. Die fasst doch unglaublich gerne Geschenke an. Hopp. Hopp, Heather. Ja, hi, willkommen zurück im Übrigen. ja, ich hab, wie ihr seht, habe ich Banzai dabei. Ich habe ein Team aufgestellt. Ich habe im Übrigen Fingers mitgenommen noch. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ja, sehr gut. Ich weiß, dass ihr das Ding mögt. So, weil ich was herausgefunden habe. Was? Alter, ja, nimmt das Ding mit. Und zwar, wir können... Wie lässt es denn mal fallen? Wir können hier ihn dranbinden und können sagen, unheimliche Ruhe. Dadurch... haben die drei hier die Fähigkeit der unheimlichen Ruhe bekommen. Wir können jetzt nämlich Terror Eye, können wir zum Beispiel hier hinbinden und ihnen sagen, Faszination. Du hör auf. Denn, durch die unheimliche Ruhe, interessiert die das Wasser überhaupt nicht. Finde ich eine ganz lustige Idee, habe ich zufällig rausgefunden. Beim so ein bisschen rumprobieren, weil die wollten da einfach nicht drüber gehen, da habe ich mir gedacht, unheimliche Ruhe, das funktioniert auch in einem anderen Level noch. Warum nicht hier? Und damit müssen wir gar nichts hier irgendwie lang einfrieren. Das da geht wesentlich schneller. Los, Leute, geht hinüber! Wenn Sie die Kluft überqueren sollen, brauchen Sie jedoch etwas, das als Brücke dient. Ja. Und ich kann dich jetzt wieder wegmachen und kann sagen... Banzai! Banzai Mitsubishi! Zack! Und die interessiert das Beben auch gar nicht so wirklich. So, jetzt können wir dem Darkling selbst sagen, Obsession. Yay. Schock, Frost und Tobsuchtsanfall. Er kann übrigens auch Eishauch, habe ich auch festgestellt. Aber gut. Damit ist es ihnen möglich, hier rüber zu kommen. Ich würde da nicht rüber gehen, weil da unten das sieht ungesund aus. Aber sie tun's, weil sie sind dämlich. Und da liegt Bruce Allen. Eine tolle Ego-Perspektive. Wiederhole das Ritual und beschwöre den Darkling herauf. Okay, mach ich. Kein Problem, krieg ich hin. So.
und jetzt einfach warten. Die kommen da runter, weil sie sind dämlich wie noch was. Hä? Das ist jetzt kein Fehler in YouTube, ne? Das ist... Irgendwas stimmt nicht. Was zum Teufel war das? So, und wie die drei dann zuvor, werden auch die drei hier einfach mal... Und auch hier werden wieder ein paar Seelen gefressen. Und sehr, sehr lecker. Und die kriegen spaßige Anfälle. Aber oh nein, was ist das? Ja. Du hast deine Aufgabe abgeschlossen. Es sieht aber so aus, als wäre uns der verrückte Professor einen Schritt voraus. Wenn wir herausgefunden haben, wohin der Darkling gebracht wurde, sollten wir einen Rettungsversuch starten. Ist ja nicht so, als würden wir einfach umgucken können. Aber hey, der Darkling wurde gefangen genommen vom Professor und wir haben nur 7 Minuten und damit 4000 Goldplasma gewonnen. Was auch so ziemlich eins der höchsten Ergebnisse ist, die man in dem Level kriegen kann. Weil ich habe das Ding ziemlich schnell gespielt. Okay. Nimm diese neuen Rekruten an, die dir bei der Eroberung von Grafenwill helfen werden. Okay, mach ich. Kein Problem. Und wir bekommen Spooky Hollow und Ghostbreakers als nächste Missionen. Gut. Das soll's aber für heute mal gewesen sein. Die Session hatte ein bisschen Überlänge. Das liegt aber daran, dass ich halt ein bisschen mehr aufnehmen wollte. Einfach nur, weil ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal zum Aufnehmen komme. Und dazu noch ein wenig Zucker. Ich würde sagen, mein Name ist Gorthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao.